Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ganz kurz nur, weil es mein erstes Pressbriefing dieses Jahr ist. Ich wünsche Ihnen ein frohes und glückliches, gesundes neues Jahr und freue mich sehr, dass Sie da sind. Das war nicht unter Embargo, aber alles, was jetzt kommt, ist unter Embargo. Denn der Report, über den wir jetzt heute sprechen, ist noch bis in die Nacht auf Donnerstag um 1:01 Uhr mitteleuropäischer Zeit unter Embargo. Und bitte achten Sie drauf und seien Sie streng, dass vorher nichts ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Ganz kurz eine inhaltliche Einführung. Die Treibhausgasemissionen steigen immer weiter. Mit Ausnahme des Corona-Jahres bekommen wir jedes Jahr neue Rekordmeldungen auf den Tisch. Und inzwischen ist ziemlich klar, ausschließlich über Emissionsminderungen werden wir die Pariser Klimaziele nicht erreichen. Und an der Stelle kommt die Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre ins Spiel. Und tatsächlich sieht keines der Szenarien aus dem sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates IPCC das Erreichen des Pariser Klimaziels ohne die Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre als erreichbar. Ich erinnere mich, dass in den vergangenen Jahren bei den verschiedensten Recherchegesprächen aus verschiedensten Anlässen ich ganz unterschiedliche ExpertInnen immer mal wieder gefragt habe, wo stehen wir denn jetzt eigentlich bei diesem Carbon Dioxide Removal? Und die Antwort war fast immer, das ist nicht so einfach zu beantworten, aber auf jeden Fall nicht da, wo wir stehen sollten. Und umso gespannter bin ich auf diesen Report, denn eventuell beantwortet er mir ja genau diese Frage. Und das rege Interesse bei Ihnen kann ja bedeuten, dass es Ihnen da ganz ähnlich geht. Ich freue mich, dass wir eine Expertin und zwei Experten für dieses Pressbriefing gewinnen konnten und stelle Ihnen die drei jetzt kurz vor. Beginnen möchte ich mit Christine Merck. Sie ist stellvertretende Direktorin des Forschungszentrums Global Commons and Klimapolitik am Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel und sie hat im Review-Prozess als Begutachterin dieses Berichts mitgewirkt. Oliver Geden ist Senior Fellow in der Abteilung EU-Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit in Berlin. Er war unter anderem, vielleicht erinnern Sie sich, einer der Leitautoren beim Arbeitsgruppenbericht 3 des IPCC und ist es auch beim Synthesereport, der im März kommen wird, und ist auch Autor, einer der Autoren dieses Berichts. Die Runde komplettieren möchte ich mit Jan-Christoph Mings. Er ist Professor am MCC, dem Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin, und leitet dort die Forschungsgruppe Angewandte Nachhaltigkeitsforschung. Er war koordinierender Leitautor bei der Arbeitsgruppe 3 in einem Kapitel und ist auch einer der Autoren dieses Berichts. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dieses Pressbriefing soll den Raum bieten für Ihre Fragen. Deswegen kloppen Sie in die Tastatur, hauen Sie die hier rein bei Fragen und Antworten. Wir werden uns im Teamwork darum kümmern, möglichst viele von Ihren Fragen in diese Stunde einzubauen. Und ich bin sehr gespannt, was Sie wissen möchten. Herr Mings, Sie hatten angeboten, dass Sie uns ganz kurz mit einer kurzen Präsentation eine Idee geben oder einen Einblick geben in das, was am Donnerstagnacht das Licht der Welt erblicken wird. Ja, vielen Dank, Herr Wenzel. Auch ich freue mich, dass es hier so ein großes Interesse an dem Bericht gibt. Das glaube ich, sage ich auch für alle Mitarbeitenden an dem Bericht und auch für die Co-Organisatoren Steve Smith von der Universität Oxford, Oliver Geden, der ja hier ist, von der SWP und Greg Nemeth von der University of Wisconsin-Madison. Was ich hier gerne machen würde, wäre zwei Sachen. Zum einen noch mal ein bisschen was zum Framing von CO2-Entnahmen sagen und dann einige wenige Erkenntnisse für Sie hier kurz darzustellen. CO2-Entnahmen sind ein notwendiger Bestandteil von Klimaschutz zur Erreichung der Pariser Klimaziele. Das hat Herr Wenzel ja schon gesagt. Also es geht hier nicht um ein Kann. Das wurde ja manchmal in der Diskussion, kam das häufiger mal so rüber. Es ist wirklich ein Muss. Warum ist es so? Naja, wir wissen, wir müssen Netto-Null-Emissionen erreichen. Um das zu tun, da bleiben schwer zu vermeidende Restemissionen wie hier in der rosa und der blauen Fläche übrig und die müssen kompensiert werden. Das ist ein Grund. Es gibt
Aber des Weiteren, in vielen Szenarien sehen wir netto negative Emissionen, insbesondere auch in 1,5-Szenarien, um ein kurzfristiges Überschießen der Temperaturen zu ermöglichen und die Temperatur dann zurückzuziehen. Und längerfristig müssen wir uns vielleicht auch heute schon über das Aufräumen der Atmosphäre Gedanken machen, weil die Klimaschäden ja heute schon wirklich beträchtlich sind. Aber dafür müssen wir tatsächlich dann netto der Atmosphäre CO2 entziehen. Das heißt, für den Klimaschutz, wir brauchen schnelle und tiefe Reduktionen von Treibhausgasen und CO2-Einnahmen. Es ist kein Entweder-Oder. Und wenn wir uns das zeitlich angucken, in einem dieser bekannten Szenarien, Abbildungen, dann sehen wir die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts. Da geht es vor allem um die Vermeidung und Reduktion von Treibhausgasen in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Und das ist etwas, was häufig von Leuten ein wenig übersehen wird. Da dominieren dann CO2-Entnahmen den Klimaschutz. Und da müssen wir natürlich heute drüber nachdenken, was müssen wir tun, damit das dann auch wirklich möglich wird. Jetzt komme ich zu den Erkenntnissen von dem Bericht. Und wie Herr Wenzel ja schon gesagt hat, ist es noch ein recht neues Feld und gewisse Dinge, also relativ grundlegende Fragen sind da noch nicht ganz geklärt. Eine davon ist, wie viel CO2-Entnahmen haben wir denn überhaupt? Und wir haben jetzt mal einen ersten Schätzwert vorgelegt und sagen, dass insgesamt etwa 2 Milliarden Tonnen pro Jahr CO2 der Atmosphäre entnommen werden. Das ist vor allem oder wirklich fast alles ist CO2-Entnahmen von der Aufforstung. Neuartige CO2-Entnahmemethoden, wie zum Beispiel Bioenergie mit der CO2-Abscheidung und Verpressung, Pflanzenkohle, aber auch chemische Luftfilter, also Direct Air Capture, die ja eigentlich die Diskussion dominieren, die gibt es noch fast gar nicht. Nur 2 Millionen Tonnen, das sind 0,1%, sind von solchen neuartigen Methoden. Das heißt, da stehen wir wirklich noch total am Anfang. Wir stehen fast noch bei Null. Wie sieht es mit den Klimaschutzplänen der Länder aus? Die werden ja vorgelegt in den NDCs, den National Determined Contribution, im Rahmen der Klimarahmenkonferenz, aber auch in den Langfriststrategien. Und da sehen wir, dass die anvisierten Mengen für die CO2-Entnahmen nur geringfügig größer sind als die heutigen Mengen. Bei den NDCs gibt es da zu sagen, dass neuartige CO2-Entnahmemethoden dann nicht vorkommen. Das ist eine interessante Sache, auf die ich dann nochmal eingehen werde. Bei den Langfriststrategien muss man wirklich sagen, dass die Datenlage sehr schlecht ist. Die Länder sind nicht gezwungen, solche Langfriststrategien vorzulegen. Deswegen tun es auch nicht alle und auch nicht alle haben quantifizierbare Szenarien. Deswegen ist dieser Wert hier, das ist wichtig zu betonen, mit Vorsicht zu genießen. Dennoch haben wir auch ein Politikkapitel, das sehr deutlich macht, dass wir eigentlich für die CO2-Entnahmen momentan im Klimaschutz noch keinen Plan haben. Wenn wir jetzt diese anvisierten Klimaschutzpläne für CO2-Entnahmen mit den notwendigen Mengen aus den Klimaschutzszenarien vergleichen, dann sehen wir, dass wir kurzfristig bis 2030 und langfristig bis 2050 eine beträchtliche Lücke haben. Und hier haben wir das mal für drei verschiedene Szenarien getan, die einen unterschiedlichen Fokus haben. Eins fokussiert sich eher auf Erneuerbare, ein anderes fokussiert sich eher auf Nachfragereduktion und ein drittes eben dann auf die CO2-Entnahmen. Und die Lücke finden wir überall. Das ist wirklich wichtig, insbesondere, weil gerade das Szenario zu den Reduktionen in der Nachfrage zu den ambitioniertesten gehört. Das heißt, das minimiert wirklich die notwendigen CO2-Entnahmen und davon sind wir meilenweit entfernt. Aber auch da gibt es eben diese Lücke. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir hinken bei den CO2-Entnahmen wirklich deutlich hinterher. Das heißt, wenn wir eine wirklich robuste Strategie für die Erreichung der Pariser Klimaziele wollen, dann müssen wir die Abhängigkeit von CO2-Entnahmen begrenzen. Und wie können wir das? Nur durch rasche und tiefgreifende Emissionsreduktionen. Aber gleichzeitig müssen wir den Ausbau und die Entwicklung von CO2-Entnahmemethoden wirklich forcieren und rasch vorantreiben.
Das gilt insbesondere für neuartige CO2-Entnahmemethoden, wie gesagt, wie zum Beispiel Bioenergie mit Carbon Capture and Storage oder Direct Air Capture. Da gilt es, also da sehen wir, dass die Entnahmemengen 2050 im Durchschnittsszenario etwa 1300 Mal so groß ist wie heute, bis mehr als 4000 Mal in Extremszenarien. Also das ist wirklich schon eine sehr herausfordernde Situation. Das heißt, wir müssen, um die benötigten Mengen in der zweiten Jahrhunderthälfte bereitzustellen, wirklich jetzt CO2-Entnahmen auf die Schiene bringen mit Anlagen von industriellem Maßstab. Das nennt man in der Innovationsliteratur die formative Phase. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann wird die Aufskalierung in Zukunft wirklich sehr schwierig werden und dann laufen wir wirklich Gefahr, CO2-Entnahmeziele für Mitte des Jahrhunderts eben nicht zu erreichen. CO2-Entnahmen werden also nicht vom Himmel fallen. Wir müssen dafür was tun und damit gebe ich wieder zurück an Herrn Wenzel. Vielen Dank. Danke, Herr Mings. Herr Geben, dann hole ich Sie jetzt mal rein, von einem Autoren des Reports zum anderen vielleicht. Mein Eindruck ist immer, vor ein paar Jahren noch, keine Ahnung, 7, 8 Jahre zurück, waren diese Entnahmetechniken von Kohlendioxid aus der Atmosphäre noch gar nicht so richtig das Thema. Ich habe den Verdacht, man hat immer gedacht, ach, das mit den Emissionsminderungen kriegen wir schon irgendwie hin. Und jetzt hat da sozusagen so eine Strohhalmdiskussion begonnen. Warum brauchte es jetzt diesen Bericht und wie kann ich mir das vorstellen? Da stehen ja ganz viele renommierte Namen auf dieser Liste. Hat man dann irgendwann bei WhatsApp gesagt, ach komm, lass mal machen? Oder gab es da, welche Art von Idee ist da entstanden? Ja, es sind ja zwei Fragen auf einmal. Vielen Dank dafür. Ich gehörte ja vor mal 5 bis 10 Jahren selber noch zu den großen Kritikern der Modellierung von CO2-Entnahme, also der Idee, dass man annimmt, das räumen wir dann in der zweiten Jahrhunderthälfte schon alles wieder auf. Und ich glaube, die Debatte hat sich geändert, einerseits, weil wir die Emissionsreduktion nicht gesehen haben global in den letzten 10 Jahren. Der zweite Grund ist aber, dass wir seit dem Paris-Abkommen ein Netto-Null-Treibhausgasziel haben und dass wir seit dem Sonderbericht zu 1,5 Grad des IPCC diese Ausbreitung von Netto-Null-Zielen bei Ländern, aber auch auf anderen Ebenen, auch bei Unternehmen gesehen haben. Und die Logik ist ganz einfach, und das hat der IPCC-Bericht der letzte Jahr festgestellt, Netto Null bedeutet faktisch Carbon Dioxide Removal, weil sonst wäre es kein Netto-Ziel, sondern ein Null-Emissionsziel. Und das ist nicht realistisch, weil es immer einen Anteil von sogenannten Restemissionen geben wird. Ich glaube, das ist die Logik, warum man das verstärkt diskutiert. Und man diskutiert es auch verstärkt, weil klar ist, wir machen es ja heute auch schon. Es geht nicht einfach um eine Zukunftsfrage. Die EU hat eine Nettosenke im Waldbereich, viele andere große Länder auch. Da war aber eben interessant, dass wir die genauen Zahlen nicht kennen, zumindest global. Der Report ist so entstanden, tatsächlich, wie das häufig passiert. Menschen kommen zusammen und reden darüber, was man jetzt als nächstes bräuchte. Und die vier Convener dieses Berichts, Jan Minks hat es ja eben eingeblendet, 2 aus Deutschland, einer aus UK, einer aus den USA, haben eben irgendwann festgestellt, das ist jetzt die Art von Report, die es bräuchte und haben dann auch andere Autoren und Autorinnen weltweit, insgesamt 20 ungefähr, zusammengebracht, um jetzt diese Serie zu starten, aber es soll ein kontinuierliches Produkt werden, weil man diesen Wissensstand dann auch kontinuierlich verbessern muss und weil wir davon ausgehen, dass The State of CDR, so der englische Titel, sich ja jetzt auch kontinuierlich verändern wird. Dankeschön. Frau Merk, dann möchte ich Sie jetzt in die Runde gerne reinholen. Schön, dass Sie auch da sind. Auf Ihrer Webseite steht auch, dass Sie sich eben in Ihrer Arbeit mit der öffentlichen Wahrnehmung von Kohlendioxidabscheidung und Speicherung beschäftigen, und das ist ja eben eines der Kapitel, das Sie dann auch begutachtet haben, die Public Perception. Ich habe immer das Gefühl, egal was man in der Öffentlichkeit so rumfragt, ob jetzt Atomkraft, Geothermie oder Fracking, es gibt immer eine Meinung, und ich habe das Gefühl, oder ich frage mich ganz oft, worauf bildet man sich denn so eine Meinung? Also ich finde das ganz schwer, immer eine Meinung zu haben. Wie sieht es denn jetzt bei diesem Thema aus? Und was ich besonders spannend finde, ist ja die Frage,
muss man da nochmal unterscheiden, wenn man einerseits die Entnahme aus der Atmosphäre befragt und andererseits die Speicherung? Das ist jetzt eine sehr große Frage. Ich habe gesehen, ich habe gerade einmal gehangen im Bild. Das ist auch einer der großen Vorwürfe an die Forschung, weil wir häufig mit Befragungen arbeiten und dann ganz normale Leute, Bürger, fragen, was sie denn von der Technologie halten, von der sie noch nie gehört haben. Und natürlich kriegen wir dann nicht eine Antwort auf einer Skala von 0 bis 10 und die Antwort ist 7. Ich mag die Technologie 7. Und das ist auch keine Antwort, die wir irgendwie publizieren würden in einem Form so, die nächsten 10 Jahre wird die Antwort 7 sein und vollkommen unabhängig von Kontexten ist die Antwort 7. Unsere Ergebnisse werden immer abhängig davon sein, was für Informationen die Leute in dem Moment zur Verfügung haben. Und das Interessante für uns ist aber, wie unterschiedliche Leute reagieren. Also wie Werte, Einstellungen, also Einstellungen zu Umwelt, zu Umweltschutz, zu Naturschutz oder eben auch Vertrauen in Organisationen oder auch Einstellungen zum Klimaschutz, die Wahrnehmung der Technologien beeinflussen. Wir gehen also weniger davon aus, wir fragen die Meinungen der Leute ab, sondern sind stärker daran interessiert, wie reagieren sie auf Risiken? Was wäre zu erwarten in der Zukunft an kritischen Rückfragen, an Problemen, die aufkommen könnten in der Wahrnehmung? Und das Feld ist da sehr, sehr weit. Also es gibt Technologien, von denen 70% der Deutschen noch nie gehört haben. Zum Beispiel Bioenergie mit CCS, das sind Daten von 2010. 2020 sagen 50%, sie haben schon mal was von Direct Air Capture gehört. Und dann gibt es Aufforstung, wo 14% sagen, nee, habe ich noch nie gehört. Und deswegen ist es ein sehr, sehr breites Feld. Und je nach Technologie kann man dann unterscheiden zwischen, vielleicht finden die Leute ganz gut, dass CO2 aus der Luft geholt wird, weil sie sagen, okay, das ist ein Schadstoff, das kann man irgendwie vielleicht mit CCU, also CO2-Nutzung, weiter nutzen und das ist doch eine ganz coole Recycling-Idee. Wohingegen sie dann, wenn es darum geht, das geologisch einzulagern, also zum Beispiel unter der Nordsee einzulagern, sehr viel kritischer sind und sehr viel mehr sagen, naja, aber hat das nicht Risiken für die marine Umwelt oder für die Gesundheit und die Natur? Und das ist einfach ein sehr, sehr weites Feld, wo man immer mal differenziert gucken muss, was zu Problemen führen kann, was auch Widerspruch hervorruft, wo man sagt, nee, das möchten wir jetzt eigentlich nicht. Vielen Dank an Sie drei, dass Sie diese Fragen beantwortet haben oder Herr Links die Präsentation vorbereitet und gehalten haben. Es sind schon einige Fragen reingekommen, aber liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte fühlen Sie sich frei, auch Ihre Fragen noch in den Fragen- und Antwortbereich zu schreiben. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und sind gespannt, was wir davon einbringen können. Ich starte dann jetzt mal mit den ersten Fragen. Herr Minks, die erste vielleicht an Sie, denn eine Kollegin fragt, ist von den neueren Methoden überhaupt schon etwas einsetzbar und wie viel Vorlauf braucht man, bis die im großen Maßstab praktikabel sind? Vielleicht können Sie ja noch mal kurz illustrieren, was dieser Report tatsächlich berücksichtigt, weil das ja oft mit CCS und CDR durcheinander läuft auch. Genau, also wir haben uns wirklich auf Methoden fokussiert, die CO2 der Atmosphäre entnehmen. Also das sind beispielsweise keine CO2-Emissionen, die aufgefangen werden, wenn Kohle oder Gas verbrannt wird, sondern Methoden, wo das CO2 erstmal eingefangen wurde, entweder durch ein chemisches Verfahren oder auch durch eine Pflanze und dann das CO2 abgelagert wird, sodass im Saldo eine netto-negative Emission entsteht. Und das soll der Fokus sein, weil darum geht es ja auch bei dem Thema. CCS ist eher der konventionelle Klimaschutz. Und jetzt zur Frage, die neuartigen Methoden, ja, die gibt es, wir haben ja gesagt, aber davon gibt es wenig, 0,1%, also 2 Millionen Tonnen haben wir, da muss man sagen, da ist mehr als die Hälfte von einem Kraftwerk in den USA, zu einem Kraftwerk, das Bioenergie mit Carbon Capture and Storage macht und dann haben wir eine ganze Reihe von kleineren Pflanzenkohle Geschichten, die laufen, aber das ist es dann im Grunde auch schon. Also Direct Air Capture hat viel Aufmerksamkeit gekriegt, aber momentan sind es einige tausend Tonnen, die da eingefangen werden pro Jahr. Also das ist wirklich minimal. 2025 ist ja von Carbon Engineering eine Million Tonnen Kraftwerk geplant. Aber wie gesagt, das wäre jetzt das Erste, das so im industriellen Maßstab ist. Und das ist eine ganz wichtige
Nachricht von dem Report, dass wir genau solche Anlagen im industriellen Maßstab brauchen, auch kürzerfristig, damit in der Mitte des Jahrhunderts tatsächlich größere Mengen aufgefangen werden können. Und wenn man sich das mal, man kann ja Überschlagsrechnungen machen, so ein 1 Million Kraftwerk, so eine 1 Million Tonnen Removal-Anlage, ne, um 2 oder 3 Gigatonnen, was jetzt überhaupt nicht extrem ist, also 2 bis 3 Milliarden Tonnen hinzubekommen, bräuchten wir dann halt 2 oder 3.000 davon. Es wird natürlich immer eine Mischung von Optionen sein, das ist auch klar. Es gibt kein Silver Bullet, es geht um Portfolios. Das war jetzt nur zur Veranschauung, aber es ist ganz wichtig, Innovation braucht Zeit, Aufskalierung braucht Zeit, und wenn wir jetzt nicht anfangen, diese Anlagen zu bauen und auch entsprechende Politikpläne zu entwickeln, dann werden wir da nicht hinkommen. Herr Gehden, jetzt ging es ja gerade, die Frage ging ja gerade um die neuartigen Methoden. Ein Kollege fragt eben auch nach den konventionellen, nenne ich sie jetzt mal. Die Frage lautet: Wie berechnen sich genau die 2 Milliarden Tonnen pro Jahr bei den Wäldern? Die sind ja schon länger da und haben auch in der Vergangenheit Kohlendioxid absorbiert. Sind die 2 Milliarden Tonnen pro Jahr zusätzlich oder wie werden die quantifiziert? Und wie ist das im Vergleich zur jährlichen Aufnahme durch die Pflanzen? Ich glaube, die Frage muss ich an Herrn Minks weitergeben, der sich im IPCC ausführlich damit beschäftigen durfte, weil es in der Tat aufgrund verschiedener Datensätze und verschiedener Berechnungsmethoden wirklich eine hochkomplexe Materie ist. Ich könnte die beantworten, aber Herr Minks kann das viel besser. Genau, es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie man das machen kann. Wir haben einfach gesagt, wir gehen von den Treibhausgasinventaren der Länder aus. Die haben aber zwei Komponenten, nämlich eine direkte und eine indirekte. Und die indirekte sind vor allen Dingen CO2-Fertilisierungseffekte. Und die haben wir rausgerechnet. Das ist eine, jetzt sage ich mal, technische Neuheit in dem Bericht. Und das ist auch richtig so. Und dann sind diese 2 Milliarden Tonnen, die sind nicht zusätzlich. Das stimmt, die sind schon immer da gewesen. Aber was wir in den Szenarien sehen, ist, dass wir tatsächlich diese Senkenleistung vergrößern müssen. Und das ist die Herausforderung. Es ist nicht so dramatisch in relativen Zahlen wie die 1300. Da geht es eher um eine Verdopplung oder nicht ganz eine Verdopplung. Aber das ist auch eine Riesenherausforderung in dem Bereich, eine Senke von 2 Milliarden Tonnen auf 3 Milliarden Tonnen zu kriegen. Auch da würde ich sagen, wir haben im Moment keinen Plan dafür. Aber auch da brauchen wir einfach Pläne. Und ich glaube, das ist eine der großen Botschaften in dem Bericht, dass es diese Politikpläne nicht oder nur in ganz geringem Maßstab gibt. Dankeschön. Die nächste Frage eines Kollegen. Wie groß ist die Gefahr, dass wir in eine Entweder-Oder-Falle tappen? Wie soll sichergestellt werden, dass Emissionsreduzierung und Carbon Dioxide Removal in der Planung und bei den Investitionen parallel und das nicht das eine auf das Kosten des anderen vorangetrieben wird? Ergeben, kann ich Sie damit locken? Ist er eingefroren bei mir? Eingefroren. Ah, jetzt höre ich Sie wieder. Gut, die kann ich gerne beantworten. Ich glaube, da gibt es mehrere Varianten. Das einfachste wäre, dass man Unterziele kreiert. Ich glaube, solange man das im Unkonkreten lässt, da gibt es auch diese Option, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu ziehen, befördert man viele Fantasien darüber, was man damit wohl alles machen könnte, was es ersetzen kann. Sobald man, was wir in Deutschland und der EU ja gerne machen, Unterziele definieren, glaube ich, werden die Relationen klar und sie können es auch regulatorisch absichern, zum Beispiel in Deutschland über das Klimaschutzgesetz. Können sagen, im Jahr von netto null Treibhausgasemissionen in Deutschland 2045, was ist der Anteil von Restemissionen, die Atmosphäre gehen, die dann sozusagen auf der anderen Seite ausgeglichen werden mit Carbon Dioxide Removal? Wäre eine politische Diskussion. Ich sage jetzt mal eine Zahl, die sich gewissermaßen aus dem Koalitionsvertrag ergibt, ungefähr 5%. Das wäre dann eine Aufgabe der Bundesregierung, sich darauf zu einigen. Eigentlich hat sie das im Koalitionsvertrag auch angekündigt. Bei mir hängt er wieder. Von daher würde ich einfach mal zur nächsten Frage übergehen, in der Hoffnung, dass er gleich wieder da ist. Frau Merck, als ich gesehen habe, dass
für diesen Report auch ausgewertet wurde, wie auf Twitter über dieses Thema diskutiert wird, habe ich mich gefragt, wie sieht man das dann? Schreibt dann ich mit einem Kumpel, lass mal Wälder machen, dann kriegen wir das schon hin. Aber Becks und Ducks sind gar nicht mit drin. Wie kann ich mir das vorstellen, dass das dann wirklich auch messbar ist? Gut, das ist jetzt auch eine Analyse, die Jan gemacht hat. Und wenn ich irgendwas falsch sage, dann kann er irgendwie einspringen. da würden tatsächlich meines Wissens ganz viele Tweets runtergeladen, die man über eine API einfach runterladen kann und analysieren kann. Das ist ja letztlich öffentlich, was Twitter ist, um dann zu analysieren, wie häufig kommen diese Begriffe vor. Und ich glaube, es wurden besucht nach Begriffen, die allgemein Carbon Dioxide Removal verwenden. Das wurde einmal ausgewertet und auf der anderen Seite verschiedene Ansätze und Technologien, die diskutiert werden. Und Twitter als Medium der Kommunikation von Menschen, die sich meistens beruflich damit beschäftigen, zeigt natürlich ein interessantes Bild, wie zum Beispiel auch IPCC-Autoren wie Oliver darüber diskutieren. Glaube ich, einen großen Teil an den Tweets wahrscheinlich abgesetzt hat, auch die da analysiert worden sind. Das zeigt so ein bisschen, wie sich Themen verschoben haben in den letzten Jahren in einer fachwissenschaftlichen oder auch insgesamt Fachdiskussion über CDR insgesamt. Vielleicht kann man noch anmerken, was man dann natürlich auch noch auswertet, ist der Ton der Sprache. Ne? Also sogenannte Sentiment-Analyse, ist das jetzt eher ein negativer oder ein eher positiver Ton, und da zeigen wir tatsächlich, dass sich die Sentiments, eben also der Ton der Sprache, ins Positive entwickelt. Und interessanterweise ist es für alle CO2-Entnahmetechnologien der Fall, außer Bioenergie mit CCS, wo der Ton tatsächlich negativer wird über die Zeit. Aber ansonsten, wir auch im Vergleich, wir haben ja eben auch verglichen, wie ist es in der wissenschaftlichen Literatur mit richtigen Survey Methods, dass wir wirklich da nicht viele Tweets finden, wo auch die Bekanntheit der Methoden geringer ist, auch in der Bevölkerung, und wir mehr Tweets finden oder einen größeren Diskurs auf Twitter finden, wo tatsächlich die Methoden auch bekannter sind. Also das ist wirklich sehr interessant, aber es ist noch ein offenes Forschungsfeld, wie wir auch in der Kombination der Methoden tatsächlich lernen können, weil es da natürlich Stärken und Schwächen in beiden Bereichen gibt. Und wenn wir im Vergleich dazu, wenn wir jetzt irgendwie Facebook als das die Spielwiese von allen uns angucken, wir haben Experimente auf Facebook gemacht, wo wir finden, die Leute reagieren nicht auf die Technologien, also auf sehr breite Entnahmeposts. Wir haben mit einer Umwelt-NGO zusammengearbeitet. Leute reagieren mit Likes, Teilen oder auch Subscriptions für die Umwelt-NGO, wenn es verknüpft ist mit einem politischen Akteur. Also sie reagieren auf den politischen Akteur, aber nicht auf die Technologie, weil wir das verglichen haben mit Reaktionen auf Mitigation, was einfach nochmal zeigt, es ist in der Öffentlichkeit heute kein Diskurs, und es wird in der Zukunft dann davon abhängen, wer sich dieser Themen annimmt und wer über sie diskutiert, was dann auch mit beeinflussen wird, wie die Öffentlichkeit darüber diskutiert und wie es dann geframed wird in der Öffentlichkeit. Als nächstes möchte ich gerne die Frage von einer Kollegin und einem Kollegen kombinieren, denn da ist einerseits die Frage danach, ob es Abschätzungen gibt, wie groß das weltweite Potenzial für die verschiedenen CDR-Methoden ist. Und die zweite Frage interessiert sich nach der Wirtschaftlichkeit. Wie wirtschaftlich sind die neueren Methoden im Vergleich zur Aufforstung und Emissionsminderungsmaßnahmen, und welche Kostendegressionen sind zu erwarten? Soll ich nochmal versuchen? Entschuldigung, dass ich eben rausgeflogen bin. Die Studie enthält Abschätzungen sowohl über die Mitigation Potentials als auch die Kosten der Methoden. Es sind aber keine neuen Zahlen, es sind die Zahlen, die es auch schon im letzten IPCC-Bericht gab, an dem ja auch einige von uns beteiligt waren. Und die sind natürlich mit hohen Unsicherheiten behaftet, weil es zum Teil, man kann natürlich schwer sagen, zu welchen Kosten Direct Air Capture mit Carbon Storage in 2050 realisiert werden kann. Das hängt auch von der Zahl der Anlagen an. Was wichtig ist, dass momentan natürlich Methoden wie Aufforstung günstigere Vermeidungskosten haben, aber eben die Potenziale der Methode begrenzt sind, nicht nur wegen der Landfläche, sondern natürlich auch, weil bei steigenden Temperaturen dieses gebundene CO2 vulnerabler wird und die Gefahr besteht, dass es wieder freigegeben wird. Das ist der eine wichtige Punkt. Die Hochskalierung, glaube ich,
ist dann der entscheidende Punkt, in welchem Zeitraum kann sowohl eine Lernkurve nach oben gehen, als auch eine Kostenkurve nach unten. Ein Kandidat wäre sicherlich Direct Air Capture mit Carbon Storage, wo das, ich sag mal, im Grundsatz so ähnlich laufen kann wie bei Solar, PV oder Wind, ohne dass man eine Garantie hätte, dass sich das in gleicher Weise wiederholen wird. Und je weiter wir runtergehen bei Emissionsvermeidungsmaßnahmen, also in Richtung Null, desto teurer wird es natürlich, die sogenannten schwer vermeidbaren Restemissionen. Und es kann schon sein, dass sich in manchen Ländern irgendwann diese Kostenkurven schneiden werden. Und dann wird man sozusagen diese harte Diskussion haben, gleicht man eher aus durch Carbon Dioxide Removal, weil es günstiger ist, oder reduziert man die Emissionen trotzdem? Und diese Debatte ändert sich dann nochmal, wenn man bedenkt, dass Deutschland und andere Länder ja unter Null wollen in der zweiten Jahrhunderthälfte. Das heißt, die Restemissionen drastisch reduzieren müssen wir ohnehin. Und irgendwann, das hat Herr Minks ja gezeigt in der Präsentation, brauchen wir aber wesentlich mehr Carbon Dioxide Removal, als wir noch an Restemissionen haben. Herr Minks, die nächste Frage: Wie sieht es mit der Reife von technologischen CDR-Lösungen aus? Ja, sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich welche, die sind wirklich noch, die sind sehr interessant, aber sind wirklich fast noch im Lab. Also da nenne ich jetzt einfach mal ein Beispiel, das Frau Merck ja schon angesprochen hat, aus dem Bereich CCU, also wo wir quasi versuchen, das mit dem aufgenommenen CO2, mit dem gewonnenen CO2 dann wieder was Nutzbares zu machen. Da könnte man mal Kohlenfasern nennen. Das heißt, Kohlefasern als Baustoff, die dann tatsächlich eine netto negative Bilanz haben und langfristig und dauerhaft das CO2 darin speichern können. Das wäre etwas, da haben wir noch einen ganz schönen Weg vor uns, aber dann gibt es natürlich andere Sachen, die tun wir ja schon, eben wie die Aufforstung. Da müssen wir jetzt auch nochmal über Skalierung Gedanken machen, aber dennoch haben wir in dem Bereich natürlich grundsätzlich Erfahrung und viele Dinge sind dann auch noch dazwischen, ne? Also bei Direct Air Capture haben wir ja gesagt, da sind wir jetzt im Moment bei den Demonstratoren, da wird jetzt das erste die erste Anlage auf in industrieller Größe gebaut. Bei Bioenergie mit Carbon Capture and Storage ist es ähnlich. Also insbesondere bei den neuartigen Methoden, da liegt noch ein ganzer Weg vor uns. Die Pflanzenkohle als letztes noch, die ist schon ganz gut in der Aufskalierung. Die befindet sich ein bisschen stärker schon in der Aufskalierung. Aber muss man natürlich auch sagen, das geht dann da mit vielen kleineren Anlagen momentan vonstatten. Jetzt haben wir hier gerade über die Entnahme gesprochen, aber es gibt auch zwei, drei Fragen zur Frage der Speicherung, nämlich was halten Sie für die größere technische Herausforderung? Einerseits das Herausfiltern des CO2 aus der Luft, bei DAC zum Beispiel, oder die sichere Einlagerung dieses abgeschiedenen CO2s? Und die Frage noch erweitert durch, welche Verfahren gibt es, abgeschiedenes CO2 sicher zu lagern? Herr Minks, da würde ich auch Sie sehen. Da können wir wahrscheinlich alle was zu sagen. Wie gesagt, bei der Einlagerung habe ich ja schon gesprochen, da gibt es natürlich, wenn wir es schaffen, das in zum Beispiel in einen Baustoff in einem Baustoff einzulagern, dann bleibt es erstmal in der Kohlephase. Die können wir dann so lange recyceln, wie wir sie brauchen, und dann können wir sie vielleicht irgendwann verbuddeln und die Gefahren sind dann, glaube ich, sehr gering. Ich würde aber insgesamt sagen zu CCS, dass man da eigentlich schon ein sehr gutes Wissen hat und die öffentliche Diskussion letztendlich nicht notwendigerweise die technischen Gefahren, wie sie in der Wissenschaft diskutiert werden, notwendigerweise reflektieren. Was man, glaube ich, immer nicht so genau weiß, ist, was passiert, wenn man das jetzt wirklich auf größter Skala machen will, wie wir das in vielen Szenarien sehen, also sagen wir mal 2-3 Milliarden Tonnen pro Jahr. Ich glaube, das ist dann immer Skalierung. Da haben wir schon viele
viele Überraschungen erlebt, sage ich mal. Das kennen wir ja von der Bioenergie zum Beispiel. Das war mal die Wundertechnologie in den 90ern, ne? Und dann haben wir da auch viel gelernt. Ist vielleicht auch ein bisschen komplexer, aber ich glaube, sowas muss man immer noch, muss man auf dem Schirm haben. Aber ich jetzt nochmal zu der Frage, was ist jetzt die größere Herausforderung? Ich glaube, wir haben Lösungen in allen Bereichen. Ich glaube, wir brauchen, die größte Herausforderung ist, einen politischen Rahmen und einen Governance-Rahmen zu schaffen jetzt, der es möglich macht, dass diese Optionen jetzt tatsächlich aufskaliert werden können. Und ich glaube, das würde ich tatsächlich, ich sehe das nicht so sehr als ein technologisches Problem, ich sehe das eher als ein Problem, wie man die jetzt entlang der Zeitskalen, die ja wirklich nicht groß sind, wir sprechen da, ne, wir hängen schon 2030 hinterher, das ist in 7 Jahren, 2050 ist auch bald. Ich glaube, die Kernherausforderung ist eher, wie kriegt man jetzt, wie kriegt man da einen Governance- und Politikinstrumentrahmen, der entlang dieser Zeitskalen funktioniert. Dankeschön. Frau Merck, die Frage einer Kollegin. Gab es in den letzten Jahren, also in den vergangenen Jahren, eine Veränderung in der Akzeptanz bei der Bevölkerung für eher technische Methoden? Im Gegensatz zu den naturnahen Lösungen, wie zum Beispiel die Wiederaufforstung oder die Wiedervernässung von Mooren? Nein. In Deutschland kann man sagen, dass die technischen Methoden, also bei der Speicherung geht es da vor allem eben um den Teil CCS, dass es so wenig diskutiert worden ist, dass es in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist, dass weiterhin Vorbehalte bestehen, aber auch, dass es sehr wenig differenziert betrachtet wird. Wenn wir das vergleichen mit Norwegen, wo einfach ein breiter gesellschaftlicher Konsens besteht seit Jahrzehnten, wir wollen CCS machen als Technologie, da können wir in Experimenten sehen, dass die Leute unterschiedlich reagieren auf Szenarien und differenzieren Antworten auf, wenn wir ihnen eine Version geben in der Beschreibung der Technologie versus einer anderen. In Deutschland gibt es keine klare Meinung dazu. Es ist so ein diffuses, das könnte möglicherweise nicht gut sein, weil irgendwas wieder rauskommen könnte. Aber es wird nicht differenziert evaluiert. Das ist eine Option, die hätte ich gerne im Vergleich zu einer anderen Option, die ich nicht gerne hätte. Also sehen wir da noch keine Veränderung. Wo wir Veränderungen sehen, ist bei den Umweltverbänden, gerade bei CCS als Teil zur Einlagerung, dass hier inzwischen mehr Offenheit besteht und auch die Bundesregierung sich öffnet. Also Herr Habeck, der vorletzte Woche in Norwegen war, um dann doch mal CO2 nach Norwegen zu schicken. Und bei den natürlich scheinenden Optionen, also ökosystembasierten Optionen, war die Akzeptanz immer groß, wenn sie denn bekannt sind. Also natürlich können Leute, die meisten haben schon mal von Aufforstung gehört und von positiven Klimaeffekten. Wenn wir aber anfangen, über Seegraswiesen zu sprechen, hat quasi keiner gehört. Oder zum Beispiel auch Moorwiedervernässung, Vernässung ist auch erst ein einigermaßen neues Thema. Und da ist dann auch die Frage, wer ist denn relevant für die politische Durchsetzbarkeit? Also wir haben jetzt eine Moorschutzstrategie in Deutschland. Die große Herausforderung wird aber sein, dass mit Landwirten, wie mit den Landwirten umgegangen wird, wie sie entschädigt werden, wie neue Formen von Landwirtschaft gefunden werden können. Also da ist eine Sache, dass die Öffentlichkeit findet, ach, Moore hören sich doch gut an und die speichern ja auch so viel. Und die andere Sache, können wir das politisch mit den tatsächlich Betroffenen durchsetzen und wie kann es durchgesetzt werden? Herr Gehden, die nächste Frage geht an Sie. Herr Minks hat ja quasi den Ball schon angelüpft, den ich jetzt versuche, in Ihre Richtung zu schießen. Er sprach nämlich von konkreten politischen Zielen, die angegangen werden müssen. Und ein Kollege fragt, was bedeutet der Bericht für die deutsche geplante Carbon Management Strategie und was sind die wichtigsten Botschaften an die Bundesregierung? Ja, die wichtigste Botschaft an die Bundesregierung, die sie aus diesem Report ziehen kann, ist, dass sie in der Tat eine Carbon Dioxide Removal Strategie entwickeln muss und für sich selbst klären muss, wie soll der Anteil von Carbon Dioxide Removal, von CO2-Entnahme zu erreichen der deutschen Klimaziele sein. Das Klimaschutzgesetz berücksichtigt da im Moment nur das, was wir konventionelle Methoden nennen. In der Wissenschaft ist der Begriff natürlich oder naturnah sehr umstritten. Den verwenden wir auch nicht. Das heißt, in dem, was sich die Bundesregierung ohnehin vorgenommen hat, Carbon Management Strategie, aber dann auch im Koalitionsvertrag angekündigt, Strategie unvermeidbare Restemissionen versus technologische Negativemissionen. Da muss sie jetzt ran. Diese Carbon Management Strategie wird sich nur auf industrielle Emissionen beziehen.
Das heißt, da wird es um Direct Air Capture mit CCS und Bioenergie mit CCS in der Industrie gehen, aber nicht um die anderen Carbon Dioxide Removal Methoden. Das heißt, das muss dann später breiter eingebettet werden. Was wichtig ist, dass wir in der Debatte, aber auch strategisch unterscheiden zwischen Methoden, die helfen, weitere Emissionen zu vermeiden. Dazu fällt unter anderem auch der Moorschutz. Das, was im Wesentlichen passiert im Moorschutz, ist, dass weitere Emissionen vermieden werden. Über sehr lange Zeiträume sehen wir natürlich auch einen Torfabbau, der dann irgendwann auch netto CO2 aus der Atmosphäre zieht, aber es ist keine Vermeidungsmaßnahme, es ist im Wesentlichen eine Vermeidungsmaßnahme, keine CO2-Entnahmemaßnahme. Die Bundesregierung muss sich dann auch entscheiden, was sie fördern möchte. Die Bundesregierung, das ist vielleicht sogar noch wichtiger, muss auf EU-Ebene dafür eintreten, dass diese Dinge geklärt werden, weil im Wesentlichen, auch wenn das in der öffentlichen Debatte oft untergeht, ist die deutsche Klimapolitik durch EU-Klimapolitik vorbestimmt. Das heißt, es muss geklärt werden, spielt das eine Rolle im Emissionshandel? Reguliert man das jenseits des Emissionshandels? Wie viel investiert man jetzt in Innovation? Es gibt diesen EU Innovation Fund, der einzelne Anlagen schon fördert. Brauchen wir in Deutschland Demonstrationsanlagen? Welche Technologien oder welche Ansätze favorisieren wir hier eigentlich? Wenn Sie in den Report gucken, auch in den IPCC-Bericht, im Grunde spricht man da über ein Dutzend Möglichkeiten. Da werden auch weitere dazukommen. Und verschiedene Länder werden die in verschiedenen Arten und Weisen nutzen. Das müssen Sie für sich herausfinden. Im Report selbst, das noch, arbeiten wir mit 4 Fallstudien. Das ist das Kapitel, das ich auch dort geleitet habe. Was dann zeigt, die Einbindung von Carbon Dioxide Removal von CO2-Entnahmen in nationale Klimapolitik folgt natürlich ganz stark den Logiken nationaler Klimapolitik. Das läuft in den USA, die im Moment vielleicht Vorreiter sind, anders als in der EU oder in Großbritannien und nochmal ganz anders als in Ländern wie Brasilien. Das heißt, ich glaube aber, die Botschaft an alle, sie müssen transparent sagen, was der Teil von CO2-Entnahme bei der Erreichung von Netto-Null-Zielen ist, weil wenn man ein Ja zu Netto-Null gesagt hat, hat man schon Ja zur CO2-Entnahme gesagt. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Klären, was ist dann eigentlich unser Beitrag bei der Entnahme in Richtung Netto-Null. Und für Deutschland und EU nochmal, in den Klimaschutzgesetzen steht bereits drin, netto-negativ danach. Auch das wird irgendwann im Upscaling von diesen Methoden eine Rolle spielen müssen. Wie will man eigentlich danach weitermachen? Wenn ich noch eine Sache hinzufügen dürfte, ist tatsächlich, glaube ich, dann auch noch ganz zentral, wenn man jetzt EU-Deutschland ankommt, der Umgang mit den nicht permanenten CO2-Entnahmemethoden. Das ist im Moment noch völlig unklar. Da denken auch nicht viele Leute momentan drüber nach. Aber man kann das ja irgendwie sich so vorstellen, dass letztendlich eine nicht permanente CO2-Entnahme quasi einen Zeitstempel hat, ne? Also das heißt, wir können ja da nicht einfach in den Emissionshandel reingehen, sollen aber die nicht permanenten Optionen in den Emissionshandel gehen, dann müssten wir uns überlegen, ob wir nicht zum Beispiel eine Clearingstelle oder wie eine Zentralbank für solche nicht permanenten Removals quasi hätten, die dann Zertifikate aufgeben, aber gleichzeitig sicherstellen müssen, dass die dann halt langfristig abgesichert sind, ne? Aber das ist, glaube ich, da könnte man eine Session für sich machen, aber trotzdem ganz wichtig, die nicht permanenten, wie man die nicht permanenten Optionen einbettet in so eine Removal-Strategie, ist absolut zentral und das ist jetzt eine drängende Frage, weil es ja auch gerade die sind, die wir jetzt upscalen könnten. Genau, deswegen müssen wir da jetzt sehr schnell drüber nachdenken. Es gab 2 Fragen, die beide auf das CCU abzielen. Frau Merkel, Sie hatten den Stichpunkt vorhin schon mal gesagt, also die Weiterverwertung, die Nutzung des abgeschiedenen CO2s als Ausgangsstoff für die chemische Synthese zur Herstellung von Kraftstoffen. Welche Rolle spielen die auf dem Papier oder ist das tatsächlich eher ein Nebenschauplatz, der immer so ein unter ferner Liefen Rolle einnehmen wird? Bei den Potenzialen bin ich mir nicht sicher. Ich würde ja immer sagen, es ist unter ferner Liefen, weil wir ja eigentlich die dauerhafte Entnahme aus der Atmosphäre uns angucken wollen. Und wenn wir das in Produkte
stecken können, die tatsächlich dauerhaft gemonitort, eben was Jan auch gerade gemeint hat, permanent. Es ist eine Sache, dass vielleicht ein Wald nicht permanent ist, weil er abgeholzt wird und dann wieder verbrannt wird, dann ist es keine permanente Entnahme. Gleichzeitig ist aber auch das Haus, das Holzhaus, das dann irgendwann verbrannt wird, keine permanente Entnahme. Deswegen muss man da in den Debatten so ein bisschen trennen. Und auch mit Kraftstoffen ist im Zweifel, sind die halt nicht CO2-negativ, sondern nur neutral. Also würde ich da die Debatten irgendwie immer, sie sind vermischt und man muss immer aufpassen, dass es tatsächlich permanente oder eben längerfristige Entnahme ist. Ich glaub, Oliver wollte dazu noch. Ja, bitte. Man muss sich auch klar machen, was für ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand damit verbunden ist, all das zu monitoren. Auf EU-Ebene gibt es jetzt diesen Vorschlag der Kommission zur Zertifizierung von CO2-Entnahmemethoden. Wenn ich einen geologischen Speicher habe, ist das vergleichsweise einfach. Bei landbasierten Methoden muss ich permanent monitoren, was passiert mit dem Wald. Das passiert aber, diese Methoden gibt es aber schon. Aber wenn ich das in Produkte bringe, muss ich ja permanent verfolgen, wo bleibt das CO2 denn jetzt? Ich glaube, da wird es auch dann pragmatische Entscheidungen geben, was man da einbeziehen will, weil man sich überlegen muss, wie sicher kann man sich sein, dass das CO2 wirklich dort bleibt, wo man glaubt, es eingelagert zu haben. Und das ist bei Produkten, selbst bei langlebigen, sehr viel schwerer. Da passt gut die Frage eines Kollegen dran. Ist die Verpressung auf deutschem Territorium relevant oder spielt die die Musik ohnehin woanders? Und da könnte man ja auch die andere Frage noch anschließen, wie Sie die Projekte, wie jetzt zum Beispiel die Kooperation mit Norwegen bewerten. Ja, ich kann das beantworten. Im Moment ist sozusagen diese CO2-Speicherung in Deutschland nicht möglich nach Kohlendioxid-Speichergesetz. Das wird sich, hat Herr Habeck angedeutet, auch bei der Evaluierung des Kohlendioxid-Speichergesetzes, nicht ändern, glaube ich, vorläufig auf deutschem Territorium, auch nicht sozusagen unter dem deutschen Teil der Nordsee. CO2 wird wohl zumindest in der ersten Phase exportiert werden. Da geht es nicht nur um Norwegen, sondern auch um Dänemark und die Niederlande. Wie sich diese Debatte langfristig entwickelt, ist bislang aber schwer zu sagen. Aus der Sicht sozusagen der Wissenschaft ist auch da egal, wo das CO2 eingelagert wird. Man kann natürlich dann früher oder später mal die Verantwortungsfrage stellen und fragen, warum wird dieser Teil unseres Abfalls exportiert? Aber ich glaube, das ist jetzt da verbrennt sich im Moment niemand dran, die Finger zu fordern, dieses CO2, das Abgeschiedene, aus welcher Quelle auch immer. Da wird es erstmal um normale Punktquellen geben, wo es nicht um Entnahme geht, also zum Beispiel Zementwerke. Aber niemand verbrennt sich jetzt daran, die Finger zu sagen, das müssen wir auch noch in Deutschland speichern. Herr Mings, was ich ganz spannend fand, als ich den Report gelesen habe, ist, dass ein Großteil der Forschung auf diesem Gebiet im Bereich der Pflanzenkohle gemacht wird und dann wiederum die meisten Patente, aber bei DAX, also beim Direct Air Capture sozusagen, angemeldet werden. Das fand ich insofern erstaunlich, als dass wir gucken ja wirklich auf viele Studien drauf, aber ich würde schwindeln, wenn ich sagen würde, ja, Biokohle überlese ich regelmäßig. Ich nehme es sozusagen gar nicht so wahr. Ist das vielleicht noch so grundlagig, dass das noch weit weg ist von Patenten, die wir ja beim DAX dann tatsächlich sehen? Na, ich glaube, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum einen muss man ja wirklich sagen, es ist wirklich ein überraschender Trend. Ne? Das war vor den 2010ern war das nicht der Fall. Da hat Pflanzenkohle quasi keine Rolle gespielt und seitdem ist es wirklich massiv. Das ist auch unterschiedlich stark ausgeprägt in unterschiedlichen Teilen der Welt. Also ganz viel Forschung in China. China ist ja auch etwas, wo auch in der Anwendung von Pflanzenkohle wohl am meisten stattfindet. Das ist immer noch ein Problem mit der Datenlage. Das ist ja ein Grund, warum wir auch den Bericht machen, ist tatsächlich diese Daten zusammenzuziehen. Und da ist das natürlich, da ist das auch noch eine Herausforderung. Aber die Studien, die wir sehen, sind, glaube ich, viel einfach solche Lab-Studien und kleinskalige Anwendungen, wo halt irgendwie entweder der Pyrolyseprozess unter die Lupe genommen wird, also relativ diffizil, viele sehr ähnliche Studien. Deswegen glaube ich, ist es nicht so überraschend,
dass das nicht so sehr in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Gleichzeitig ist der technische Prozess natürlich vielleicht nicht ganz so komplex wie bei Direct Air Capture, was dann auch erklärt, dass natürlich bei größeren Anlagen dann auch mehr Patente und mehr Einzelprozesse tatsächlich auch patentiert werden. Deswegen so ganz überraschend ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass sich ein sehr interessantes Muster ergibt, nämlich dass je nachdem, durch welche Linse man auf die unterschiedlichen Technologien guckt, also welche sind in Szenarien repräsentiert, welche sind weit bekannt, welche werden tatsächlich heute angewendet, welche kriegen viel Forschungsförderung und so weiter, dass wir da sehr, sehr unterschiedliche Muster sehen und dass das wahrscheinlich auch zeigt, dass es ein Bereich ist, der noch sehr in der Ausbildung begriffen ist. Herr Gehden, gerne. Ja, ich würde gerne das Beispiel Pflanzenkohle mal nehmen, um deutlich zu machen, welche praktischen Fragen da dran hängen und was Vor- und Nachteile sein können. Sie können Pflanzenkohle sehr leicht mit biologischen Reststoffen herstellen, aller Art. Und zum Beispiel gibt es in China eine Provinz, Nanjing, in der kein Reisstroh mehr verbrannt werden darf. Deshalb machen die da Pflanzenkohle draus. Und sie können diese Pflanzenkohle dann entweder sozusagen in Baustoffe einbringen, sie können sie aber auch schlichtweg zum Düngen mitbenutzen, weil es auch die Bodenfruchtbarkeit verbessert. Sie können das, wenn Sie das auf Deutschland und Europa beziehen, wo wir jetzt kein Reisstrohproblem haben, aber zum Beispiel in Städten Grünschnitt, Sie könnten daraus Biokohle machen. Es gibt auch deutsche Unternehmen, die in dem Bereich Biokohle, Pflanzenkohle Marktführer sind, die aber sehr viel mehr in den Export gehen. Sie können auch bei Klärschlamm zum Beispiel diese Prozesse anwenden. Oder ein anderes Beispiel, in Stockholm gibt es eine Anlage für Bioenergie mit CCS. Aber was diese Firma auch hat, die das ausprobiert, weil die der Fernwärmenetzbetreiber ist in Stockholm, arbeiten auch mit Pflanzenkohle. Dabei entsteht Wärme in den Pyrolyseprozessen, den nutzen sie in ihrem Fernwärmenetz. Also das sind Dinge, die Entscheidung darüber, welche Methode man nutzt, wird immer auch damit zu tun haben, welche Infrastruktur man ohnehin hat, welche Probleme, die man ohnehin hat, man damit lösen kann und wie es sich im Verhältnis zu den jeweiligen Alternativen verhält. Und Biokohle geht ja in der Tat oft unter, ist aber, glaube ich, eine Methode, die wirklich Potenzial hat, an vielen Orten nutzbringend angewandt zu werden. Mit Blick auf die Uhr möchte ich trotzdem aber noch einen Komplex mit reinbringen, der sehr wichtig ist. Wir haben sozusagen über die physikalischen Notwendigkeiten gesprochen, wir haben über die Akzeptanzen gesprochen, über den technischen Stand der Entwicklung. Die Frage der Finanzierung ist natürlich eine Frage, ohne die man das Thema nicht diskutieren kann. Und da kamen auch verschiedene Fragen. Wer wird eine Industrie finanzieren, die Kohlenstoff im Gigatonnenbereich abscheidet? Wie kann man das finanzieren? Gibt es da Konzepte? Ja, gerne, Herr Mings. Ja, ich kann mal anfangen. Also zum einen muss man, glaube ich, jetzt nochmal unterscheiden. Also in welcher Phase sind wir, ne? Und dann geht es ja erstmal, im Moment sind wir ja da, gerade bei den neuartigen Methoden geht es ja vor allem darum, jetzt erstmal Demonstratoren, aber auch erste Anlagen im industriellen Maßstab. Und da geht es tatsächlich dann um direkte Förderung, ne? Die sind jetzt im Moment auch mit den höheren Preisen, die es ja mittlerweile im EU-ETS beispielsweise gibt, die sind die noch nicht konkurrenzfähig. Das heißt, die müssen noch weiter unterstützt werden. Aber wie gesagt, so ermöglicht man ja auch Lernkurven und dann werden ja, wie Herr Gehden das ja schon gesagt hat, die Emissionsreduktion zunehmend schwieriger, wenn wir Richtung Netto Null kommen. Und gleichzeitig haben wir Lernkurven, das heißt, dann werden die auch zunehmend konkurrenzfähig. Wenn wir jetzt aber in den Bereich gehen, wo wir über netto-negative Emissionen nachdenken, dann ist das nochmal anders, weil da denken wir tatsächlich eher über eine Subventionswirtschaft nach, weil wir überhaupt nicht mehr ausreichend oder aller Voraussicht ausreichend Einnahmen haben über einen Emissionshandel, um tatsächlich dann diese CO2-Entnahmen zu finanzieren. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die diskutiert werden muss. Und da muss nach Lösungen geguckt werden, wie man sowas organisieren könnte. Aber das sind ja gerade die ganzen wichtigen Themen, um die
Politik, Instrumentierum und Governance, die man jetzt angehen kann. Das ist jetzt weiter in der Zukunft, aber auch darüber müssen wir schon heute nachdenken. Ich glaube, sehr kurzfristig, glaube ich, geht es vor allem darum, jetzt anzugehen, wie gehen wir mit den nicht permanenten Optionen um? Das habe ich ja schon gesagt, um die tatsächlich dann auch bei Bedarf selbst emissionshandelsfähig zu machen, sage ich jetzt mal, und dann aber auch natürlich einfach jetzt Anlagen zu fördern, dass wir einfach tatsächlich CO2-Entnahmen auf die Schiene bringen, weil das ist etwas bei den neuartigen Methoden, das wir wirklich schaffen müssen. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, weil diese formative Phase, von der ich auch in der Präsentation gesprochen habe, sehr wichtig ist und wir da aus der Innovationsliteratur wissen, wenn wir nicht Anlagen im ab dem Punkt, an dem wir Anlagen im industriellen Maßstab haben, dauert es immer in der Regel noch Jahrzehnte, bis wir dann wirklich zu einer größeren Skalierung kommen und da müssen wir dann den ganzen Prozess unter die Lupe nehmen, um tatsächlich da die notwendige Geschwindigkeit hinzubekommen. Gut, das war eine Antwort, die, ich weiß nicht, Herr Gehden, Sie guckten so, als wollten Sie auch noch was dazu sagen. Ich fand die Antwort jetzt gut und auch sehr informativ. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss nochmal Sie alle drei nacheinander gerne bitten, uns vielleicht nochmal, Sie haben ja von der Einleitung mit der Einladung über auch die Fragen der JournalistInnen gesehen, was uns auf der medienarbeitenden Seite sozusagen interessiert bei diesem Bericht. Was sind nochmal sozusagen die zentralen Punkte? Herr Minks, mit Ihnen würde ich gerne beginnen, die Sie uns nochmal mit auf den Weg geben möchten und dieser Kondensat des Reports sozusagen. Ein paar Sätze. CO2-Entnahmen sind eine Notwendigkeit. Sie werden nicht vom Himmel fallen. Wir müssen uns darum kümmern. Und nur so können wir eben zu einer zirkulären Kreislaufwirtschaft für CO2-Emissionen, für CO2 kommen. Und dahin müssen wir. Ergeben. Es geht bei CO2-Entnahmen nicht mehr um ein Entweder-Oder, sondern wir brauchen beides. Aber Regierungen, insbesondere diejenigen, die Netto-Null-Ziele beschlossen haben, müssen klären und müssen öffentlich sagen, wie viel CO2-Entnahme wollen sie machen, welche Methoden, wer wäre dafür verantwortlich und wer zahlt das? Und das sollte der Anspruch sein, an jedes Land, an jede Regierung oder auch an jedes Unternehmen, das sagt, wir wollen netto null erreichen, was ist der CO2-Entnahmeanteil daran? Wer darauf keine Antwort hat, dessen netto null Ziel kann man eigentlich nicht wirklich ernst nehmen. Und Frau Merck, das letzte inhaltliche Wort gebührt Ihnen. Alles, was heute über die Akzeptanz und Wahrnehmung von CDA-Methoden gesagt werden kann, ist erstmal ein Schnappschuss von dem, was Leute auf Zuruf fühlen, denken und für Assoziationen haben. Und daraus können wir aber für die Zukunft sagen, dass einer der wichtigen Punkte ist, dass es um Vertrauen geht. Also vertraue ich, dass diese Maßnahme tatsächlich langfristig CO2 der Atmosphäre entnimmt und vertraue ich Akteuren, die sich damit beschäftigen. Also vertraue ich Unternehmen, die damit betraut sind. Das wiederum gibt an die Politik die Nachricht, ist es wichtig, sich mit dem Monitoren und der Bestätigung und der Überprüfung der Removals zu beschäftigen. Und für die Zukunft die andere spannende Frage ist, heute sind die meisten noch abgeschreckt von den Methoden, in dem Sinne, dass sie sagen, okay, wir müssen viel mehr Emissionen senken, aber kann in Zukunft dieses Label klimaneutral oder CO2-neutral dazu führen, dass wir uns freikaufen von einer Schuld und dann es dann zu weniger Emissionsreduktionen führen? Und das wird interessant sein zu beobachten in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Merck. Vielen Dank, Herr Gehden. Vielen Dank, Herr Minks. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihre vielen Fragen. Wir hätten, glaube ich, noch 3 Stunden weitermachen können. Und wenn ich die Fragen lese, hätte ich auch große Lust gehabt, Sie alle hier in die ExpertInnenrunde zu werfen.
Sie kennen es ja vielleicht schon von vergangenen Embargo-Press-Briefings bei uns. Wenn Sie eine Mail an redaktion@sciencemediacenter.de schreiben, besteht die Möglichkeit, dass wir Ihnen den Report jetzt unter Embargo auch dann per E-Mail zukommen lassen. Da ganz wichtig, ich habe es am Anfang gesagt, jetzt nochmal, die Sperrfrist läuft bis Donnerstagmorgen um 1.01 Uhr in der Nacht. Wenn Sie also den Report jetzt schon haben wollen, gerne eine Mail an uns. Mit der Mail können Sie auch erreichen, dass wir Ihnen das Video oder auch das maschinell erstellte Transkript jetzt schon mailen. Ansonsten finden Sie beides ab Donnerstagvormittag bei uns auf der Homepage. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich freue mich auf das nächste Mal. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss.